Ach, das war schon Fail. Nintendo kündigt eine Pokémon Direct an und einen Tag zuvor wird bereits geleakt, um was es gehen könnte. Und das hat sich dann auch bestätigt, denn Nintendo hat etwas vorzeitig die Trademarks registrieren lassen und das haben findige Leute dann natürlich auch sofort gesehen. Die neuen Pokémon-Editionen Sonne und Mond waren somit schon vor der Direct bekannt. Leider wurde mehr dann auch nicht in der Pokémon Direct gezeigt. Wir haben lediglich Eigenwerbung zu sehen bekommen und die Bestätigung, dass Sonne und Mond existieren. Das war jetzt nicht ganz so toll. Meiner Meinung nach hat man das Ganze auch etwas zu teuer verkauft. In der Vergangenheit hatte man für solche Directs ja das Format der Direct Mini. Als solches hätte man das dann auch ankündigen sollen, denn so hatten wieder einmal alle Leute viel zu große Erwartungen. Allerdings finde ich es auch vollkommen gerechtfertigt, wenn man erwartet, dass man bei einer Ankündigung vielleicht schon ein bisschen Gameplay sieht. Aber nein, wir haben eben nichts bekommen. Außer diese Konzeptarts hier. Seht mal da. Da sieht man beispielsweise, dass in der neuen Pokémon-Generation, und ja, es ist ziemlich sicher die siebte Generation, wurde eigentlich auch so kommuniziert auf der Website und auf Twitter, dass es da wohl besondere Autos geben wird. Ich kann da Laster sehen, ich kann da Krankenwagen sehen und mit viel Fantasie da unten bei dem Turtok auch eine Feuerwehr. Die Pokécenter sind jetzt deutlich runder und ähneln so ein bisschen einem Pokéball. Finde ich eigentlich ganz stylisch. Und das große Gebäude hier, das hat auch seinen Style. Wenn man mal in den Hintergrund guckt, dann sieht man da Palmen. Es gab mal das Gerücht, dass die neue Pokémon-Generation mit einer Inselkette zu tun haben soll. Vielleicht ja, irgendwas mit Hawaii und so. So wird zumindest gerade gemunkelt. Oder andere Inseln. Boah, die Malediven wären cool. Aber das könnte sein, weil Palmen stehen ja nicht überall rum, wie wir gut wissen. Wir müssen abwarten, denn mehr wissen wir eigentlich nicht. Ja gut, hier, das ist noch rausgekommen. Das hat man noch gezeigt in diesem Mini-Trailer. Ein Pokémon, das da gerade digital animiert wird. Ich dachte als erstes, das ist Datiri, aber die Proportionen passen nicht. Es muss also ein neues Pokémon sein. Wir bleiben im Dunkeln. Ich denke, auf der E3 werden wir dann einen richtigen Trailer sehen. Schließlich wissen wir auch bereits, dass Junichi Masuda anwesend sein wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die neuen Editionen dann auch erstmals auf der E3 anspielbar sein. Schließlich soll das Ganze schon Ende 2016 für die Nintendo 3DS-Familie rauskommen. Ja, ich bin ein bisschen hyped. Wir wissen zwar nichts, aber da es jetzt mal ein Jahr ohne großes Pokémon-Gedöns gab, muss ich sagen, freue ich mich natürlich jetzt wieder, eine Pokémon-Edition spielen zu dürfen. Ich weiß noch nicht welche. Ich finde auf jeden Fall Sonne und Mond geil, also zumindest vom Look und von dem Namen. Aber vermutlich werden dann die Legis oder die sonstigen Besonderheiten den Ausschlag geben. Des Weiteren wurde in dieser Mini-Direct noch angekündigt, dass die Virtual Console Spiele Pokémon Rot, Gelb und Blau Pokémon Bank unterstützen. Somit ist es möglich, Pokémon aus der ersten Generation auf die neuesten Editionen zu bringen. Auch eine Sonne und Mond Kompatibilität wurde bestätigt. Ich frage mich nur, wie funktioniert das mit den Wesen, den EVs, DVs und den Geschlechtern? Denn all das gab es in der ersten Generation nicht oder es war anders gestrickt. Ein Zufall oder wie soll das gehen? Werden wir sehen. Mal abwarten. Oh, und noch eine Berichtigung zum letzten Part, wo ich über den Namen von Magirna rumgeheult habe. Wenn man bemerkt, dass der neue Name, also so wie ich es ausgesprochen habe, Magearna, das Wort Gier, also das englische Wort Gier, im Namen hat, dann lässt das auf etwas Maschinelles schließen und somit macht der Name natürlich schon wieder Sinn. Ja, man darf es halt nicht Deutsch aussprechen, sondern Englisch und ja, dann ist der Name wirklich gar nicht mehr so schlecht. Man spricht ihn halt Magirna aus und das passt. Nehme ich also alles aus dem letzten Part zurück. Ihr könnt euch nun an den Trailer, also an den Launch-Trailer zu Bravely Second Endlayer ansehen. Das ist ja inzwischen raus. Triple Red Shell und Triple Banana, holy crap. Dann noch einen Charakter... Nein!
einen Zusammenfassungscharakter-Trailer zu Hyrule Warriors Legends. Mann, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier alles den Bach runtergeht. Scheiße. Und ich kann euch sagen, dass erste Verkaufszahlen zu Fire Emblem Fates aus Nordamerika bekannt geworden sind. Auch da gab es natürlich sehr, sehr viel Hate wegen der Zensierung. Aber anscheinend war das mehr Schein als Sein. Denn Fire Emblem Fates hat sich in Nordamerika so gut verkauft wie noch kein Fire Emblem-Spiel zuvor. 300.000 für beide Versionen. Das ist ein neuer Rekord. Jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie Europa reagiert. Ist der Hate im Internet doch nur Schein und nicht Sein? Wer weiß, wer weiß. Vermutlich haben sich viele halt die Spiele trotzdem gekauft. Klar, ich denke, dass jetzt auch die wenigsten derart aggro sein werden und es sich nicht kaufen. Aber dadurch ist es Nintendo halt letztendlich egal, dass sie gehatet wurden. Sie kriegen ja trotzdem ihr Geld, ne? Also wenn man gegen sowas ist, dann muss man halt leider auch extrem konsequent sein und es nicht kaufen. Oder zumindest aus zweiter Hand kaufen. Irgendwo Flohmarkt oder so. Gibt es schon. Halt auf dem... Oh, fuck! Auf dem Gebrauchtmarkt. Das nur als Tipp am Rande. Aktuell läuft's aber für Fire Emblem Fates gut und somit auch für Nintendo. Wir haben einen Termin für Yo-Kai Watch im Westen bekommen. Also genau gesagt bei uns! Am 29. April wird das Ganze jetzt nämlich rauskommen. Und der Anime läuft am 9. Mai auf Nickelodeon an. Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich Yo-Kai Watch jetzt let's playen soll oder nicht. Es ist tendenziell schon ziemlich interessant, aber man weiß irgendwie gar nichts. Und als ich mal die Demo gespielt habe, war ich auch mehr als irritiert. Es hat mit Sicherheit schon seinen Reiz, aber ich weiß nicht. Und ich glaube, es ist sogar in den USA ziemlich gefloppt. Also Japan geht voll ab drauf, ne? Aber scheiße. Amerika nicht so. Und ich denke mal, bei uns wird es ähnlich sein. Wie im Amiland. Nun, müssen wir abwarten. Der französische Medienkonzern Vivendi möchte Ubisoft komplett aufkaufen. Wie sie das anstellen, kann ich euch auch sagen. Sie haben bereits innerhalb kürzester Zeit 15% der Aktien gekauft und weitere 30% halten sie an der Mobile-Sparte von Ubisoft, die nennen sich Gameloft. Sind halt für den Mobile-Markt zuständig. Und sie bieten den anderen Aktionären 50 Cent pro Aktie mehr, als die Aktien eigentlich wert sind. Natürlich, um dann die anderen loszuwerden und selbst mehr Anteile zu haben. Ziemlich dreist! Oder klug. Wie man das halt sieht, ne? Aus welcher Sicht? Ubisoft findet das natürlich nicht ganz so geil. Vor allem nicht der CEO. Aber dazu gleich mehr. Der ist nämlich zum kanadischen Premierminister gerannt und hat sich mit ihm unterhalten, so eine Krisensitzung so gesehen, weil ziemlich viele kanadische Mitarbeiter da in der Filiale hocken und die natürlich eventuell Probleme bekommen könnten, ne? Aber an sich ist das natürlich alles legal, was Vivendi da macht. Die kaufen sich halt die ganzen Aktien auf. Da ist Ubisoft ein bisschen selbst schuld, wer an die Börse geht. Der hat eben dieses Risiko und naja. Bleibt spannend, wie das da so ablaufen wird. Eventuell wird sich Vivendi tatsächlich Ubisoft einverleiben. Die begründen das Ganze übrigens mit taktischen und strategischen Visionen für die Zukunft. Ah ja, okay. Alles klar. Ich kaufe mir dann übrigens mal Nintendo, ne? Könnte teuer werden, aber YouTube Money regelt! Okay. Irgendwie nicht so. Aber ich habe echt mal drüber nachgedacht, ein paar Aktien für Nintendo zu kaufen. Andererseits, derzeit keine gute Idee. So, weiter geht's mit... Nintendo senkt die Prognosen, ja? Tolle Überleitung mal wieder. Ich weiß nicht wieso, aber sie sind irgendwie jetzt dabei. Ah doch, ich weiß schon wieso. Stimmt.
klar, natürlich weiß ich wieso. Auf jeden Fall senken sie ihre Prognosen. Und zwar zum einen, die erwarteten 3DS-Verkäufe werden runtergeschraubt von 7,6 Millionen auf 6,6. Also sie erwarten 1 Million weniger verkaufter 3DS in dem laufenden Geschäftsjahr. Das Ganze betrifft nur das laufende Geschäftsjahr. Und, ja, na klar. Und 3DS-Software-Erwartungen werden von 56 Millionen auf 47 Millionen herabgesetzt. Die Wii U-Hardware bleibt gleich, ich glaube bei etwa 3,4 Millionen. Aber man geht tatsächlich davon aus, dass man mehr Wii U-Software verkaufen wird, als bislang erwartet. Sie dachten nämlich, sie könnten so 23 schaffen. Jetzt haben sie die Erwartungen auf 27 hochgeschraubt. Fragt mich zwar, wie das sein kann, dass der 3DS gesenkt wird und die Wii U nicht, obwohl neue Pokémon-Editionen kommen. Aber okay! Was kommt denn dann für die Wii U? Pokémon Zelda Mario Edition Deluxe Version? Crossover? Oder was? Naja, der Grund für das Ganze ist, dass der Yen derzeit beschissen läuft und somit eben Auslandsgeschäft nicht gut ist. Und der 3DS-Markt läuft enttäuschend. Das hat zur Folge, dass man nur 33 Millionen Yen statt der 50 Millionen Yen an Gewinn erwartet. Drama, Drama, Baby. Einfach noch ein paar Amiibo produzieren, dann passt es. Und zum Ende hin kommen wir noch zu tollen NX-Gerüchten. Ja, was wäre denn ein Mario Kart Part ohne NX-Gerüchte? Richtig, gar nichts. Und da wird es echt immer spannender und immer konkreter. Das finde ich cool. Nicht ganz so cool war die Aktion von Thomas Mahler, der, ich glaube, Boss von Moon Studios. Aber auf jeden Fall arbeitet er bei Moon Studios. Das sind die Leute, die Ori and the Blind Forest gemacht haben. Aber eben mehr nicht. Ja, das Spiel war super. Ich habe es gefeiert ohne Ende. Und es war super. Aber mehr haben sie halt nicht auf die Beine gebracht. Bislang. Trotzdem geht der gute Thomas Mahler mit der Erwartung an Nintendo, dass er NX Dev Kits bekommt. Hat er nicht gekriegt, natürlich. Ja, ein Indie, der jetzt gerade mal einen Titel rausgebracht hat. Und das auch nur für Microsoft-Konsolen oder PC. Er hat's halt dann schon ein bisschen schwierig, ne? Er hat zwar seinen Hate... Oh Gott, bin ich blöd. Er hat zwar seinen Hate auch anfangs allgemein auf neue Konsolen ausgebreitet, aber gegen Ende ging's halt dann doch nur gegen Nintendo und NX. Seine Aussagen könnt ihr euch hier durchlesen. Am besten währenddessen pausieren. Ihr seht schon, da ist ein bisschen Emotion dabei. Die ein oder andere Aussage auch nicht ganz gut überlegt in der Formulierung. Aber er hat natürlich auch nicht ganz Unrecht mit dem, was er sagt. Es stimmt schon, dass gerade Nintendo echt alles unter Verschluss haben möchte. Und wir wissen das ja. Sich seltsam verhält manchmal, aber ich kann das natürlich auch verstehen, dass da nicht frühzeitig alle Infos gedroppt werden sollen, denn je mehr Leute etwas wissen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Specs oder Insider-Infos an die Öffentlichkeit geraten, und das soll natürlich möglichst spät geschehen. Und wenn man jetzt einem Indie-Entwickler, der gerade mal einen guten Titel rausgehauen hat, gleich alle NX-Details verrät, dann müssen halt 100 Millionen andere Entwickler auch informiert werden, und dann gibt es eben dieses Risiko. Also ich verstehe irgendwie beide Seiten, ich verstehe die Enttäuschung von Moon Studios, aber ich verstehe auch komplett, dass Nintendo dann sagen kann, ja komm, du kriegst alles, du weißt alles, super. Es geht halt nicht, ne? Und scheinbar sehen das auch die Kollegen so, denn sowohl ein ehemaliger Sony-Strippenzieher als auch ein Microsoft-Typ hat sich auf die Seite von Nintendo geschlagen. Die Tweets der Boys zeige ich euch jetzt mal nicht. Aber auf jeden Fall hat der PlayStation-Mitarbeiter Shahed Kamal Ahmad in etwa sowas gesagt wie: Eine ziemlich uninformierte und unreife Hasstirade, der es an jedem Verständnis oder Professionalität fehlt. Und der Microsoft-Dude sagte halt: Oh, ich bin ein bisschen neidisch, dass du was dazu sagen kannst. Weil der eben nicht mehr für PlayStation arbeitet und er kann sogar machen, was er will.
Und der Microsoft-Typ, der muss natürlich den Mund halten. Vor allem, weil Moon Studios ja schließlich exklusiv für Microsoft entwickelt hat. Aber man liest da schon zwischen den Zeilen, dass die beiden komplett auf Nintendos Seite sind und generell das Verteidigen des Konsolen-Specs nicht frühzeitig rausgehauen werden. Aber wie gesagt, Moon Studios Typ hat auch irgendwo recht. Man kann halt nicht auf die Schnelle dann Software rausknallen und ich hoffe, Nintendo hat dafür einen Plan, weil nicht, dass sie dann am Anfang von NX wieder keine Spiele haben. Man sollte so langsam aber sicher mal aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Metal Dave, der häufig richtig liegende Leaker, hatte ein Video rausgebracht, in dem er die 3DS-Release-Liste geleakt hat. Und dabei wurde auch etwas zu Pokémon Sun and Moon gesagt. Die hatten da aber noch einen Codenamen, ich glaube Digi. Aber das hat sich bewahrheitet, denn wenn man auf die Logos klickt und da steht in der URL irgendwas mit DG, Sun and Moon, bla bla. Und deswegen stimmte eben die Release-Liste. Dieses Video ist jetzt weg, aber natürlich findet man im Internet noch, was da so stand. Und da er mit den Pokémon-Editionen recht hatte, können wir davon ausgehen, dass der Rest auch stimmt. Und das sind durchaus interessante Sachen zu lesen, wie zum Beispiel ein 3DS-Preiscut. Da steht auch ein Spiel drauf, was irgendwie sowas in der Art sein soll wie Disney Art Academy. Das gibt es inzwischen schon bei einigen Händlern. Also zumindest im Internet steht es dann zum Vorbestellen drin. Bei einigen wichtigen Händlern sogar. Also kann man auch davon ausgehen, dass das stimmt. Ein eher lächerliches Gerücht stammt dagegen von BBC, dem englischen Sender. Die erwarten nämlich einen NX-Release im Juni ohne Begründung. Alles klar. Beste Quelle.